Dannys Büro muss hier irgendwo sein. Wenn wir der Spur von Kopfgeldjägern weiter folgen, müssen wir irgendwann dort eintreffen. Kopfgeldjäger, da muss ich irgendwie ein bisschen an Star Wars denken. Es gibt ja irgendwie, es gibt ja, gibt's nicht, ich habe immer das Gefühl, es gibt so diese zwei, diese, wie soll man sagen, diese zwei Lager. Es gibt halt die Star Trek's, die Star Trek Fans und die, dann gibt es die Star Wars Fans. Na gut, und dann gibt es diejenigen, die sind Fans von beiden und diejenigen, die sind Fans von nichts von dem. Ich muss sagen, ich kenne beides. Ich kenne auch beides relativ ausführlich. Ich glaube, ich bin da neutral. Ich mag schon irgendwie beides. Also, ich bevorzuge da nichts. Warte mal nochmal, das hat nicht ganz geklappt. Jetzt. Level abgeschlossen. Oh Mann, ich dachte, ich krieg wenigstens ein B. C für Chefs. Für Chefs können es besser. So. Das ist ein interessanter Beruf, Kopfgeldjäger zu sein. Ich frage mich, ob zahnärztliche Zusatzleistungen gewöhnlich im Vertrag inbegriffen sind. Warum sollten sie das sein? Pietro. Ach, jetzt spring doch da einfach hoch. Ja.
glaube, ich wechsle mal ganz schnell die Waffe. Und das hat mir nichts gebracht. Schon und tot und tot und tot und tot. Ha! Na komm schon. Ich finde das mit den Pfannen so eine geniale Idee. Das kann ich nur immer wieder betonen. Ich finde generell steckt dieses Spiel voller genialer Ideen. Die Dinger, die sind später noch richtig fies. Richtig fies, sage ich euch. Aber erstmal Level abgeschlossen und zwar. C für cremig geht anders. Was?
Warum? Hier scheint das Sicherheitsnetz dichter zu werden. Wir müssen uns Stanleys Büro nähern. Wahrscheinlich empfiehlt es sich, niemanden Alarm auslösen zu lassen. Das dachte ich mir jetzt auch schon. Nix da. Nix da. Oh oh. Okay. Was ist denn? Ich hab doch. Wahrscheinlich jetzt meine Muni alle gegangen während der Nummer. Oh Mann. Nein! Oh, da. Mist. Hmm.
Das ist ja wohl ein Witz. Ach, jetzt komm, stirb doch einfach. Sehr gut. Level abgeschlossen, ja gut. C für cremig geht anders. Da 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 da. Aha, sieh an, da ist Danny. Mal schauen, ob wir endlich rauskriegen, wer das Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Nein! Oh Mist! 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 Ah! Seltsam! Oh! Wow! Ach, jetzt komm. Oh nein.
Komm schon, Mann! Lass mich einfach in Ruhe! Nein! Er darf nicht erwischen! Schnell, spring ihm hinterher! Level abgeschlossen. Ja gut. C für charmant, anfängerhaft. Halt, halt, hör auf, nicht schießen! Ich überbringe bloß die Botschaft, Mann. Eigentlich hält meine machtgeile Schwester Ophelia die Züge in der Hand. Seit sie zur Diktatorin des Internats geworden ist, verlässt sie das Zentralservergebäude nicht mehr. Sie war angepisst, weil du Mitch den Metzger getötet hast, unseren nichtsnutzigen Vater. Wenn du mich fragst, hat er es nicht anders verdient. Ophelia wollte unbedingt deinen Tod, wer du auch bist. Moment mal. Bist du nicht... Bist du das? Autsch, das muss weh getan haben. Apropos. Der Boden kommt näher. Halt auf das Wasser zu. Level abgeschlossen. B für Bildschön. Entspann dich. Alles in Ordnung. Du hast hart gearbeitet. Man darf auch mal eine kleine Pause gönnen. Man darf sich auch mal eine kleine Pause gönnen. Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich vorher aufgeräumt. Hier entlang, es gibt viel zu sehen. Oh, und stör dich nicht am Boden, der verhält sich seit der letzten Renovierung ein bisschen komisch.